Ja, hallo zu diesem neuen Video von Minenarbeit.de. Wir haben das Thema, na, wisst ihr es denn noch? Seeds, richtig. Ja, und vor allem habe ich euch ja beim letzten Mal gesagt, ich möchte euch erstmal was zu meinem momentanen Lieblingswort erzählen. Ja, und mein momentanes Lieblingswort, das habt ihr bestimmt selber auch schon häufiger mal gehört, im Zusammenhang damit, wenn man halt, ich sag mal, so die Qualität von so einer Minecraft-Map beschreiben möchte. Was ist denn da los? Ja, hallo. Da muss ich mich ja gleich hinter Baum verstecken. Oh, das ist ja jetzt hier mal irgendwie... Das ist ganz toll, ja. Ich will euch hier gerade, was weiß ich, meine, so eine Welt zeigen. Und die fackelt natürlich sofort erstmal ab, ne? Aber das wird nicht lange gehen. Das wird hier noch ein bisschen burnen. Und dann war es das. Nein, wo war ich denn stehen geblieben? Ich bin etwas verwirrt. Außerdem haben wir hier wenigstens Wölfe. Guck mal hier, ne? Ist doch auch mal sehr schön. Und sogar mehrere, ja? Es gibt Wölfe in Minecraft. Habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Mein Lieblingswort, ne, das habt ihr selber schon mal oft gehört, so, wenn man halt so eine Welt beschreibt, ne, und ich mach's jetzt mal ganz kurz und bündig, mein Lieblingswort heißt episch, ja, also nicht das Wort ist episch, sondern episch ist das Wort, so, epische Welten, ja, das sind solche Dinger, da könnt ihr euch vorstellen, da kann man jetzt einfach mal so, was weiß ich, Herr der Ringe drin drehen oder so, ne, hier, da gibt es zum Beispiel Wasser, da gibt es solche Löcher und ne, klar, da gibt es an allen Ecken und Enden gibt es da irgendwas zu bestaunen. Ich verrate euch jetzt auch noch gar nicht, welchen Seed ich jetzt hier benutzt habe. Ja, denn ihr liebt die Spannung, das weiß ich doch. Na? Ui. Ich glaube nämlich, ich habe eine Welt entdeckt, die wirklich das Prädikat episch verdient. Ja. Allerdings muss ich jetzt natürlich sofort sagen, epische Welten haben natürlich eins gemein, sie sind sehr unübersichtlich. Und außerdem habe ich euch, obwohl ich jetzt schon weiß, wo ich bin, seht euch nur diesen Wasserfall an. Epische Welten haben halt wirklich, sind sehr unübersichtlich und, da, das ist schön, ne? Ach, da brauche ich das gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich habe euch beim letzten Mal Quatsch erzählt von wegen Spawnpoint. Wenn man so ein Seed benutzt, dann kommt man immer in einer ähnlichen Ecke wieder raus, wenn man das spawnt. So, was weiß ich, im Umkreis von 50 Metern, sage ich jetzt mal. Und das ist ziemlicher Quatsch. Denn... Toll, ne? Ich habe mich hier also wirklich schon sowas von zerfranst, weil ich wirklich ganz woanders mal rausgekommen bin hier in dieser Welt hier und wollte konnte einfach mich überhaupt nicht mehr zurechtfinden und wollte euch gerade erzählen, ich mache jetzt hier mal ein paar Cuts und renne mal an die Stellen, die ich euch eigentlich zeigen möchte, damit ihr auch seht, dass es sich hier tatsächlich um eine epische Welt handelt. Aber das brauche ich jetzt gar nicht, weil ich jetzt hier lustigerweise wieder einen meiner prägnanten Landschaftsdinger da Merkmale gefunden habe. Diesen Wasserfall zum Beispiel. Ja, und hier ein tolles Tonvorkommen direkt. Da hinten sehe ich sogar einen roten Pilz. Es gibt hier Ullalala. Es gibt hier solche Höhlen. Überhaupt, ne? Hier fliegende Pilze. Ja, also sogenannte Fliegenpilze. Oder Fliegerpilze. Habe ich den jetzt mitgenommen? Ja, lustig. Sowas. Ich renne hier mal hoch. So. Also epische Welten sind praktisch, ja, vielleicht so das Gegenteil von Wüste. Ja. Wüste, klar, ne, nicht sehr abwechslungsreich, sag ich mal. Und epische Welten, die haben halt wirklich, sowas hier, ach, herrje, ne. Es, ja, wirklich, die sind halt sehr, sehr unübersichtlich, verkantet, bergig vor allem. Also, sowas wie hier, ne? Eieiei. Sowas gefällt dem Minecraft-Spieler. Ab und zu mal so eine Lavaquelle. Oder so ein tiefes Loch. Ihr seht schon, es ist alles vorhanden, ne? So.
Und damit es jetzt auch ein bisschen spannender wird, schalte ich mal den Nebel an. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt natürlich völlig verfranse wieder. Sollte eigentlich jetzt nicht mehr passieren. Dieser Nebel des Grauens, ne? Nebel des Krieges heißt er eigentlich. Rennen wir mal hier hin zum Gucken. Ich weiß nicht, soll ich da vorne noch auf die Kante laufen? Was war denn besser? Ich weiß es nicht mehr so richtig. Uiuiui. Ja, lassen wir noch ein bisschen Zeit. Ihr seht schon, was da passiert. Ah, großartig, ne? Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. Ich sag jetzt einfach mal, oh, ja, es generiert immer noch so ein bisschen. Aber was haltet ihr denn davon? Ja, das war jetzt so ein bisschen arm, dass er sich so aufgebaut hat. Aber guckt euch mal diesen Überhang an, mit diesen zwei Augen da drin. Ja. Also ich bin davon völlig begeistert. Ich kam von der anderen Seite beim ersten Mal, habe mich erschreckt so. Boah. Auch wenn man jetzt hier oben weiterläuft, ist das wirklich sehr schön. Ich weiß auch nicht, es geht jetzt gerade sehr langsam. Ich sag mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wenn ich da hinten hinlaufe, ja, okay, diese fliegenden Blöcke da, die sind jetzt natürlich nicht so unheimlich schön, aber das lässt sich nicht vermeiden in Minecraft. Also das habe ich bisher noch in keiner Welt gehabt, dass da nicht solche fliegenden Blöcke gewesen wären. Das muss man halt mal hin und die abhaken. Jedenfalls da hinten seht ihr auch, dass tun sich noch so schöne Buchten auf. Ich bin da schon gewesen. Und sage euch, das ist wirklich sehr schön. Auch sehr schön ist, wenn man jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rumkomme. Oh, nicht so gut. Vielleicht weiter oben. Da unten haben wir diesen Überhang, ne? Da gehen wir auch gleich noch kurz runter. Wieder ein Wolf. Ja, sehr schön. So, aber da seht ihr zum Beispiel dieses Loch auch noch. Da unten dieses Tal und da ist auch ein ganz hoher Wasserfall drin in dem schwarzen Loch. Ich glaube, es ist keine Höhle jetzt, ne? Es ist da nur so ein dunkles Loch. Aber von solchen Stellen ist diese Welt hier wirklich voll, ne? Also ich könnte hier noch mehr rumrennen und euch das zeigen. Ja, aber ich habe jetzt natürlich nur eine begrenzte Zeit. Ihr sollt das ja auch selber noch erkunden. Das wäre natürlich schön. Da kann man vielleicht auch mal so ein paar Koordinaten austauschen und sagen, jetzt ja, klickst F3. Ne? Und dann hast du auch Koordinaten. Ich vergesse natürlich bei den Koordinaten immer vorher noch auf F1 zu drücken für das Interface. So, dann erscheinen die auch. Ne, mit F3. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ah, schön ist das. Hier mal runter. Oh, hier kommt man durch. Das habe ich noch nie gesehen. Sogar ohne Verletzung. Ich spiele ja immer noch. Ich spiele immer noch auf hier Peaceful. Weil, unter anderem deswegen, ne? Irre, oder? Vor allem, da kann man auch oben drauf und dann zum Beispiel runterfallen. Ich sag mal, in die andere Richtung sind wir ja, da sind wir ja hergekommen. Wir können ja hier noch ein bisschen rumrennen. Seht euch das an. Ja, okay, der fliegende Block, der ist jetzt natürlich wieder nicht so unheimlich toll, ne? Je nachdem, vielleicht stehen ja Leute auch auf mal so eine Fantasy-Geschichte oder so und bauen sich gerne, ja, Luftschlösser, ne? Die sprichwörtlichen, kann ja sein. Aber das von hier aus sieht ja auch kolossal aus, dieser Überhang. Ich weiß, es gibt auch so Maps mit noch riesigeren Überhängen. Es ist so eine Sache, so eine Geschmackssache. Ich finde den hier schon völlig ausreichend, so vor einer Atmosphäre. Man muss ja auch immer bedenken, dass da drinnen auch tagsüber die Monster wie bekloppt spawnen. Man hat da eigentlich keine Ruhe, wenn man da durchläuft. Das ist so dunkel, das seht ihr ja, es ist ja fast pechschwarz. Da hast du auch tagsüber immer. Ja, das kommt, der trifft sich natürlich wieder genau hier mit meinem Kommentar. Also auch tagsüber hast du da Monster ohne Ende in rauen Massen. Ja. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache.
So, man möchte ja auch mal ein bisschen seine Ruhe haben. Auf jeden Fall schließt jetzt hier an dieses Gelände, schließt jetzt hier so ein richtig dunkler Wald an. Haben wir auch Birken drin und alles, was man so braucht. Wunderschön eigentlich, ne? Ich mag diese dichten Wälder auch. Und wie gesagt, hat die Welt hier wirklich noch viel mehr zu bieten. Ich habe mich ja jetzt schon so oft hier verlaufen. Also auch in relativer Nähe sind zum Beispiel so Taiga-Gebiete mit halb zugefrorenen Meeren und gewissem Schneeanteil. Hier haben wir wieder einen Pilz. Das ist alles sehr, sehr abwechslungsreich hier. Und auch für die ganzen Wüstenliebhaber, denen sei gesagt, also in Anführungsstrichelchen, ne, denen sei gesagt, ich habe hier noch keine Wüste entdeckt. Ja, also ist auch was für euch dabei. Gut. Also wenn euch das hier gefällt, dann kommt doch einfach mal vorbei im Birkenhain. Ja? Das ist der Seed, Birkenhain. Groß schreiben und Hain mit A. Ne? Ein Wort, Birkenhain. Ich wollte was ein bisschen, was so ein bisschen episch klingt, ist doch klar. Und bin dann irgendwie auf Birkenhain gekommen, weil ich auch ja inzwischen so Birken versuche zu züchten, um damit Birkenhaine zu machen. Nicht? Aber ja, und das hat gut geklappt. Ich fand diese Welt oder finde sie immer noch ziemlich cool. Natürlich hauptsächlich wegen dieses Gebirges da hinten mit dem Überhang und hin und her. Beim nächsten Mal habe ich auch noch eine schöne Welt für euch. Die jetzt vielleicht nicht so, also ich habe ihn jedenfalls noch nicht entdeckt, noch nicht so einen riesen Überhang drin hat, aber die ich durchaus auch immer noch als episch bezeichnen würde. Die zeige ich euch dann beim nächsten Mal und drauf gekommen bin ich. Weil ich mal aus einem meiner Lieblingscomputerspiele, auf die ich so stehe und die ich viel gespielt habe, da habe ich mal so ein paar Begriffe, so typische Begriffe, die man da verwendet, habe ich mal so angetestet und tatsächlich einer war dabei, einer der ersten, den ich ausprobiert habe, war schon ziemlich cool. Und da kann man sich auch vorstellen, dass man dieses Computerspiel in dieser Welt dann da machen könnte. Das ist dann allerdings ja halt beim nächsten Mal erst dran. Wünsche euch bis dahin erstmal viel Spaß mit dem Birkenhain und wenn ihr da noch Screenshots habt oder tolle Koordinaten findet, dann postet die doch einfach in den Kommentaren, entweder auf YouTube oder noch besser auf minenarbeit.de. Dann gucke ich mir das auch ganz gerne mal selber an und mal sehen, dass man da vielleicht ein paar Screenshots oder so macht. Wer weiß, was sich da noch alles entwickelt. Vielen Dank jetzt erstmal fürs Zusehen und macht euch noch eine schöne Zeit hier unter dem Felsvorsprung. Tschüss.